Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 Walk Around. So, heute mal wieder ein klein wenig, Daily-Runde. Wir müssen halt mal gucken, dass wir wieder ein bisschen Staatsanleihen und so weiter reinkriegen. Das heißt, wir fangen natürlich an mit dem werten Smiley. Zahlen dafür gleich nochmal ein paar Kronkorken ein. Und bekommen dafür nochmal ein bisschen Gold rein. Du wunderbar. Bist wirklich bemerkenswert. Jawohl. Ja, nächste Woche sind wir wieder da. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon wieder 1000. Das heißt, komm, machen wir gleich die nächste Rüstung soweit fertig. Halt. Ja, da wollen wir hinreisen. Und schauen mal, dass wir dann schon mal den Bauplan haben. Und dann wollen wir gleich erstmal eine kleine Daily-Runde machen. Das heißt, die großen Questen einmal erledigen. Und ich möchte ja auch noch ein bisschen auf Plasmaverschuss zählen, damit ich mal ein paar Kerne weniger habe. Ich glaube, ich habe immer noch an die 60 Kerne in der Tasche. Das ist langsam ein bisschen viel. Und dadurch, dass wir ja an und für sich ein Gatling Plasma haben, der sogar auf meiner Liste steht, den ich erstmal behalten möchte. Oh, ich hätte ihn nochmal vorher reparieren sollen. Ach, ja, das wäre natürlich noch supi gewesen, ne? So na, oh, super. Na gut, machen wir gleich noch. Jetzt müssen wir mal gucken. Kreuzritter, Kriegsklebe, Pfefferstreuer, Plasma, Secret. Da haben wir es auch. Ja, es fehlt jetzt nur noch das Beinchen. Dann hätten wir schon mal wenigstens die Rüstung komplett. Na denn, das ist doch schon mal irgendwas. Jetzt können wir nochmal gucken. Waffenloser Charme, Arme. Starke Angriffe verbrauchen AP. Kann ich mir noch einen Mod leisten? Ich glaube nicht, ne? Zielrohre, Blocken, Strahlung, Überleben, Fallschaden, Bewegung. Tragkapazität, reduziertes Gewicht. Das ist aber nur Leichtbau. Ich suche Ultraleichtbau. Hier. Aber kostet 500. Gut, das heißt, ich brauche 500 für Körper, 500 für Torso. Na, sind wir auch schon wieder bei 1000. Ja, so nach und nach. Aber es ist ja jetzt schon bald fertig. Unterrüstung müssten wir uns auch mal zusammenbauen. Bin ich gerade am gucken. Hatten wir uns schon die Unterrüstung geholt? Glaube nämlich nicht. Wir hatten hier nämlich noch abgeschirmtes Futter, nicht? Kostet nämlich 200. Ich könnte... Nee, komm, ich bleib beim abgeschirmten Futter. Ich möchte halt ein paar mehr Grundstats haben. Also Stärke, Wahrnehmung und Ausdauer. Das heißt, ich hole mir auch schon mal das Futter. Machen wir halt nochmal eine kleine Bausession so zwischendrin. Ist ja nicht so schlimm. Die Zeit muss sein. Ist ja auch wichtig. Das heißt, wir fangen jetzt auch schon langsam mit der Unterrüstung an. Unsere Puppe soll ja langsam wirklich ein bisschen mehr da haben. Das heißt, ich werde auch gegen Ende wieder ein bisschen bauen. Wir müssen auch gucken, dass wir Plastik wieder reinkriegen. Was kein Problem ist. Wie gesagt, wir werden eine Runde Westtech machen. Ah, ich habe bestimmt noch wieder ein paar Stahlnägel übrig. Alias Gleitsbolzen. Aber ist ja nicht weiter wild. So. Mal gucken, wie lange mich die X01 heute trägt. Bin ja mal gespannt. So, jetzt müssen wir erstmal Reparatur machen, sonst vergesse ich das. Machen wir den Waffenschmied. Machen wir erstmal ganz fix hier. Ja, jetzt habe ich den Waffenschmied statt dem Waffenfreak. Ja, es ist schon okay. Jetzt ist nur eine 100er geworden. Oh, feier. Herr Turtle. Machen sie ja richtig gut, ne? So, denn müssten wir doch schon haben. Unterrüstung. Secret Service, ja, haben wir schon. So, da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich versuche mal jetzt mal die Standardunterrüstung zu nehmen. Das heißt, wir brauchen einmal ballistische Fasern und Schaltkreise. Ist kein Problem, haben wir da. Und wir müssen den Bauplan noch lernen, sonst kann ich das nicht drauf mixen, ne? Das wäre vom Vorteil. So, da haben wir die beiden Sachen. Weil die Unterrüstung an sich, naja, ist jetzt halt nicht wirklich cool, wiegt halt nur was und hat halt nichts. Aber machen wir abgeschirmtes Futter drauf. Dafür brauchen wir fluorizierendes Flux, Firma.
kriegen wir nochmal plus 4 Stärke, plus 2 Wahrnehmung und plus 4 Ausdauer. Was echt nicht verkehrt ist. Also ich finde so die Secret Service Unterrüstung mit sogar von den besten Werten her. Klar, es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel Vault-Rüstung, gibt halt mehr Glück und ähnliches. Da muss man dann halt immer selber ein bisschen gucken, was man denn da am ehesten bevorzugt. Aber hier abgeschirmtes Futter, das ist an und für sich nicht schlecht. Wir kriegen sogar nochmal Schadensresistenz, Strahlungsresistenz und Energieresistenz mit dazu. Dementsprechend baue ich das jetzt einmal drauf. Das einzige Problem, eine Unterrüstung kann ich leider nicht mit dem Gewand der Mysterien setzen, weil man sieht, Auge des Ra wurde abgerüstet, Gewand wurde abgerüstet. Wir haben jetzt zwar das Ding an, aber es klappt halt nicht. Das heißt, ich muss das leider so tragen. Aber es ist ja auch später für unsere Rüstung, um halt nochmal ein klein wenig mehr extra Boost in das Ganze hineinzukriegen. So. Sieht unser Ding ja auch nicht mehr ganz so nackig aus. Wie gesagt, Gewand ist halt ja immer noch am Start. Es wird wirklich Zeit, dass wir das ausradieren. Nur ich komme halt momentan nicht so ganz zum Goldfarmen. Wir hätten jetzt auch eine gedroppte Rüstung nehmen können. Bloß ich bin halt eher so der Dude, der sagt, nee, wenn, dann möchte ich eine einheitliche Rüstung halten. Damit ich mir die Möglichkeit offen lasse bei den legendären Perks. Kann man gleich einmal zeigen. Machen wir jetzt mal. Wir wählen. Ich werde jetzt keinen wählen. Sowas wie Brutzelstil oder halt flippige Klamotten mit reinzusetzen. Weil dafür braucht ihr ein richtiges Set. Also das vollständige Set. Als Beispiel. Von der Secret Service müssen alle Teile Secret Service sein. Helm zählt nicht. Helm braucht ihr damit nicht bei. Von der Marinerüstung müssen alle Teile, Brust, Arme, Beine von einem Set sein. Flippige Klamotten ist sogar gar nicht mal so verkehrt. Wenn man jetzt sagt, okay gut, ich möchte jetzt halt ohne Powerrüstung oder ohne irgendwas da haben. Ich möchte aber eine sehr starke Giftresistenz besitzen. Wie zum Beispiel für Daily Ops, wenn sie giftig sind. Oder für The Pit ist flippige Klamotten halt sehr, sehr genial. Dasselbe gilt halt auch für, ja, ich habe Probleme bei der Queen, wenn die mich einmal anrotzt, wenn sie legendär ist, dann falle ich gleich aus den Latschen. Hilft auch, mordsmäßig. Oder halt, es gibt einige Tiere, die, wenn sie von normal kein Gift machen, im Legendär- oder im Kronenzustand ein Gift machen, verwirrt das halt viele. Gibt halt auch da sehr viele, zum Beispiel Maulwurfsratten haben gerne mal wieder die Fähigkeit, Gift zu initiieren, weil sie legendär sind. Obwohl es eigentlich keine giftigen Wesen sind. Aber wie gesagt, kommt dann auch nochmal auf die Rasse der Maulwurfsratten an. Aber es sollte ja jetzt nur als Beispiel dienen. So. Gut, jetzt machen wir aber hier mal Gas. Sonst habe ich ja hier noch nichts gemacht. Nur geholt, nur gebastelt. Das heißt, unsere Rüstung wird langsam. Das Problem ist halt, ich werte das Ganze immer wieder in Scheine um. Das heißt, ich baue immer ein bisschen Rüstung, werte die dann wieder in Scheine um. Und so weiter und so fort. Und mein Limit ist leider hier ohne First-Kiste ein bisschen, ja, deutlich weniger. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, gut, wir machen jetzt mal 2-3 Folgen volle Plastiksammelei. Wir verbrauchen halt auch sehr viel Plastik alleine nur durch, ja, das rein, raus, rein, raus, rein, raus, ne? Also als Förstler verbraucht man gar kein Plastik mehr. Da sammelt sich das Plastik nur noch an. Kann ich so sagen, wie es ist. Also, da kennt man das Wort Plastikmangel nicht. Aber als Nicht-Förstler, oh ja. Ohne Plastik kommt ihr nicht weiter. Bezüglich irgendwann ist die Kiste halt voll. Das heißt, man nimmt an und für sich jede einzelne Plastikquelle am besten mit. Jetzt haut der auch noch ab hier. Kommst du mal her hier? Die Tür aufgemacht und abgehauen. Schweinebandit. So. Aber ich wollte jetzt hier eigentlich meinen Waffenwälder haben. Wird wohl wahrscheinlich wieder hier oben sein. Na komm, hops. Gehen wir mal rein hier. Hallöchen. Hier ist nichts. Da kommt nochmal ein Ghoul.
Auch er möchte sterben. Ah, okay, ist oben. Das heißt, wir müssen noch mal einmal eins höher. Ja, das kommt eigentlich auch immer so selten mal. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Bei der Queen hätte ich das öfters gebrauchen können. Da. Bin ich an der Kiste vorbeigelaufen. Supi. So, und bevor du mich jetzt beim Porten hinderst, weil du jetzt da hinten mit deinem Freund hinterm Baum stehst, mach ich euch weg. Selber schuld. So, gleich zum nächsten rüber. Jetzt brauchen wir hier das Verbindungsteil. Das müssten eigentlich Raider sein, die jetzt hier mit den Kultisten im Fight sind. Na super. Dankeschön. Na komm, ich nehme nochmal hier Hirsche mit. Genau, nicht gut genug. So. Jetzt muss ich aber zu euch raufhopsen. Damit ich wenigstens die Munition und so weiter mitnehmen kann. Soll sich ja auch lohnen. Ne, das ist ein Raider. Wo ist er denn? Hier ist er. Ja, ja, dann lass sie den Platz einnehmen. Gut, haben wir das? Da oben noch einer? Ist er da hinten jetzt raufgerannt? Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann holen wir uns gleich schon mal die ehemaligen Raider. Weil zu Wort dürfen wir noch nicht. Wir wollen das dann auch gleich mit dem Fotos einmal machen. Ist ja schon wichtig. Ja, so wie es aussieht, werden wir hier sowieso dann nochmal ein bisschen mehr Ruf zusammenkriegen. Wir haben beschlossen, dass es Zeit für einen weiteren Spaziergang ist. Alle verfügbaren Männer und Frauen sollten sich zum ausgewiesenen Botstop begeben, um den Vorgang einzuleiten. Das wäre alles. So, halt, machen wir wenn denn schon einmal richtig hier. Ach, der ist schon wieder weggelaufen. Bestimmt wegen den Raidern. Na, habt ihr sie schon alle tot hier? Fast. Fast. Gut, dann holen wir uns nur, weil wir es können, die Werkstatt noch einmal. Ach komm. Die zwei Schuss. Na. Bin ein bisschen eingerostet mit Gatling Plasma. Ziel heute echt größtenteilig dahin, wo ich nicht hinhaben möchte. So. Nicht richtig erwischt. Was haben wir denn gemacht? Heute Verschätzungstheorie, ja? Na. Genau deswegen wollte ich nicht R drücken, aber jetzt zu spät. So, und da hinten ist er doch noch. Da wieder zurückgegangen. Eieieiei. So, jetzt hier erstmal Hallöchen und Tschüss. Jetzt können wir das Ding hier auch einnehmen. Nochmal Bonus-Erfahrung sammeln hier. Müssen sowieso einmal kaputt machen. Ist ja gleich oben alles da. So. Einmal hier und einmal weg. So, einmal kurz die ganzen Waffen und Co. zerschroten.
Ich finde es immer noch faszinierend, dass ich immer noch was lerne. Na gut, die Schatzkarten, die waren ja halt mit am besten. Ne? Die haben ja richtig reingesammelt. Ah, stimmt, ich brauche noch die Funkvakuumröhren. Die müssen wir uns aber nochmal Gaudi holen. Die müssen ja drin sein. Gut. Das ist aber schön, dann ist die Unterrüstung schon soweit fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir jetzt die Mod zusammenkriegen. Bezüglich auch die Rüstung fertig kriegen. Ah, herrlich. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge definitiv ein paar mehr Plastikspots abparmen. Ich glaube, ich muss dann wieder die Bagger rausholen, weil das wird ein bisschen schwerer als die X01 tragen kann. Und die X01 dann halt auch ein bisschen beiseite legen. Auch wenn es jetzt gerade so schön ist, so auch mal wieder zu leveln. Ist halt ein Panzer, ne? Also, man kann sich nicht beschweren. Wenn man eine richtige Kampfrüstung reinsetzt, hat man echt kaum Probleme. Und die ist ja jetzt noch nicht mal bei weitem wirklich fertig. Kann man sagen. Wenn man sie sich jetzt zum Beispiel noch als Aristokrat richtig aufsetzt und dann auch Aristokrat spielen würde. Oder halt auch unter Vorhut, unterstärkend, dann können die schon richtig perverse Werte erreichen. Das heißt, man kriegt größtenteils von den meisten Gegnern nur noch 1er-Hits. Und 1 ist kein Schaden. Also nicht wirklich. Das kann man sehr, sehr schnell und leicht wieder revidieren. So, aber jetzt nehmen wir euch da hinten nochmal mit. Ne, 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 wo willst du denn hin? Jetzt können wir schon mal die nächste einnehmen. Ach ne, da hinten ist noch einer. Einen habe ich noch vergessen. Ich verschätze mich heute um ein HP immer. Das ist ja der Wahnsinn. So. Aber egal. Nehmen wir nochmal einen, um Grund-EP zu kriegen. Grundressourcen. Und um vielleicht nachher nochmal einfach ein Fix-Event zu haben und zu sagen, jo, ich hol meine wieder überrannte Werkstatt einmal wieder. Das ist immer relativ einfach, wenn sie überrannt worden sind. Dann sind es auch nicht nur so viele Wellen, sondern dann sind es nur noch ein paar Gegner übrig. Dementsprechend passt das schon. So, jetzt machen wir jetzt nochmal schnell die Fotosession. Auch die muss ja sein. Einmal Foto granuckeln. Damit wir dann gleich alles mitten mal abgeben können. So. Heute nichts hier. Gut. Keine Insekten, kein gar nichts. Und dann machen wir hier einmal kurz das Denkmal. Da weiß ich zwar jetzt nicht, was es jetzt da noch in Creator gab, was wir da jetzt noch fotografieren müssen, aber irgendwann müssen wir da noch fotografieren. Wir könnten es jetzt auch direkt zu Devonport geben, dann kriegen wir halt Fotofilm wieder. Aber ich habe ab und zu jetzt mal dran gedacht, mal Fotofilm zu machen. Wir sind ja jetzt 50, ne? Immer noch genug da. Ist kein Problem. So, aber erstmal mache ich jetzt hier Blutkäfer. Okay. Da, Funkröhre. Wunderbar, dann könnten wir eigentlich nochmal klein machen, was ich jetzt hier noch bei habe.
Ist da nochmal ein bisschen Plastik dabei? Ja, machen wir erstmal Abgabe hier schon mal. Ist getan. Deine Belohnung. Jetzt zisch ab. Ah, genau. Zisch ab. Ich zisch. Zisch, zisch. So, machen wir hier nochmal. Funkbereich. Ach, du willst mir hoffentlich nicht wieder. Ja, ich werde dir so grässliches Zeug andrehen, da. Das glaubst du gar nicht. So, haben wir gleich das nächste. Nochmal Staatsanleihen. Dann müssen wir zuerst zu Wort, weil ohne Wort. Ohne Worte. Das heißt, wir müssen jetzt erst zu Wort gehen und quasi dort einmal alles abgeben, bevor wir bei Devonport unsere Belohnung kriegen. Ah, ist halt so. Kann man nicht ändern. So, dann gucken wir mal. Geht ja eigentlich jetzt auch relativ zügig nur voran. Wenn du handeln willst, schau bei Sunny vorbei. So. Hallo, lieber Ward. Du hast, je schneller du die Ausrüstung helfe gern, desto besser. Gar nicht auszudenken, was die Raider mit einem tragbaren Energiemodul anstellen würden. Zum Glück hast du es wieder. Danke. Und er nimmt es schon wieder nicht. Oh, je, je. Ach, gar nicht auszudenken. Ja, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr ausbabbeln. Was brauchst du? So, Fotos an Crater. Na komm. Na komm, machen wir Wahrnehmung plus 12 hier. Das kann ich nicht abstreiten. Okay. Und let's go. Gut. Dann einmal. Da können wir eigentlich schon in die Bagger gehen. Fotos muss ich nicht mehr machen. Basteln muss ich jetzt erstmal nicht mehr machen. Wechseln wir schon mal aus, damit wir ein bisschen mehr Traglast haben. Weil die 100 machen schon einen kleinen Effekt. Kleineren Impact. Aber na gut. So, dann holen wir uns jetzt nochmal bei Devonport was ab. Haben wir es ja für heute schon mal wieder so ein bisschen geschafft. War jetzt natürlich nebenbei jetzt nicht wirklich was gemacht. Wollte mich jetzt halt schnell dran setzen. Denn mein Plan sagt nämlich noch was anderes. Was wir machen müssen. Aber gut. So. Dann wollen wir doch mal erstmal zu Devonport zurück. Da sind sie. Was? Es. Wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Jupp. So, dann einmal ins Camp, noch die Waffenkiste abgeben. Ah, bitte nochmal was Anständiges. Ich könnte immer noch ein geiles Gleisgewehr gebrauchen. Also wirklich geiles Gleisgewehr. So ein Vierfach. Ein Sterne Vierfach. Reicht mir schon. Der ist schon glücklich. Muss noch nicht mal irgendwas haben. Vierfach. Der ist schon cool. Oh ja. Wunderbar. Okay. Wunderbar. Habe ich denn jetzt gekriegt? Nun laufen wir ein bisschen schneller durch hier. Außer Staatsanleihen. Und EP. Nun laufen wir ein bisschen schneller durch hier. Damit meine ich nicht Sie, Sir. Keine Ahnung, wohin mit den ganzen Kronkorken? Du bei mir ein. Schlagring. Ja. Na gut, ein Schlagring. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal schon mal einen Cut. Ich muss mich jetzt einmal entrümpeln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.